Ja, hallo, willkommen bei Kompakt in Köln. Mein Name ist Wolfgang Vogt. Ich bin einer von drei Betreibern hier von Kompakt-Schallplatten in Köln und das ist unser Plattenladen. So, dann sind wir hier im Warenannahmebereich, im Vertriebsbereich. Wir gehen täglich jede Menge Platten raus und auch rein. So, dann kommen wir hier natürlich in den großen Warenbereich, sozusagen in unser Warehouse, hier im ersten Tiefkeller. Hier stehen einige hunderttausend Schallplatten. So, jetzt sind wir im ersten Stock, hier in unserem Büro, Headquarter, wenn man so will. Hier ganz vorne im Eingangsbereich unsere Küche. Und jetzt ist gleich Mittagszeit und jeden Moment kommt unser Koch, der täglich für uns wunderbares, vegetarisches, gesundes Brainfood kocht. Also es ist so, dass Kompakt sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat, was aber in gewisser Maße ein Automatismus ist. Wir organisieren uns eigentlich nur so, dass das, was wir uns eingebrockt haben, auch professionell umgesetzt wird. Und dazu braucht man ein gewisses Maß an Leuten. Wir achten sehr darauf, nicht über ein gewisses Maß hinauszuwachsen. Wir denken langfristig, wir wollen überschaubar bleiben und wir wollen, dass nach wie vor jeder jeden kennt und dass es persönlich bleibt. Wir sind erfreulicherweise nun mal eine Firma, die im Allerwesentlichen den weltweiten DJ-Markt betrieben und somit vor allen Dingen irgendwie Vinyl verkauft. Wir betrachten nach wie vor Vinyl als das, wir sagen gerne, das Königsformat der Tonträger. Und es ist bei aller Änderung im Markt nach wie vor immer noch das amtliche Format. Wir sagen bei Musik ganz gerne, Recht haben ist wichtiger wie verkaufen. Auf jeden Fall. Wir machen zum Beispiel auch sehr viel ambiente Sachen, sehr viel schräge Sachen, die nicht gerade bekannt dafür sind, besonders gut zu verkaufen, aber sie sind uns besonders wichtig. Also die Firma Kompakt als solche, auch wenn in den ersten zwei Jahren unter anderem Namen, hat Anfang 93 als kleiner Plattenladen begonnen, hat sich sehr schnell kontinuierlich weiterentwickelt. Wir bestehen heute aus im Wesentlichen drei Komponenten, drei Pfeilern in der Firma. Das ist zum einen traditionellerweise der Schallplattenladen vor Ort fürs lokale Publikum und dann eben vor allen Dingen auch den Kompaktvertrieb. Wir haben circa 60 bis 80 mal mehr exklusive Labels, die wir weltweit vertreiben. Wir sind Label und Vertrieb gleichermaßen. Das sind einerseits in die Grenzen fließend, andererseits gibt es auch eine klare geschäftliche Trennung. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass für das ein oder andere kleine Label vermeintlich der Eindruck entstehen mag, es entstehen Nachteile, dadurch, dass die Marke Kompakt auch ein kleineres Label, was nur im Vertrieb Kompakt ist und ein eigenes Image und eigene Inhalte fährt, dominiert werden könnte. Ist aber nicht so, wenn man genau hinschaut, im Markt ist es so, dass eher der ganz gut eingeführte Produktname Kompakt, der natürlich für eine bestimmte Musik steht, eher förderlich ist, auch kleinen Labels zu mehr Renommee zu verhelfen. Es gibt mittlerweile auch eine Menge Neid. Leider Gottes,
was wir in der Regel nicht so stark kommentieren, weil das nicht viel Sinn hat und weil das auch irgendwie überflüssig ist. In einem Unternehmen, was größer wird, hast du zwangsläufig Effekte, dass, ob man es will oder nicht, gewisse Marktvorteile zwangsläufig entstehen. Was wir natürlich auch tun, wie jedes andere Unternehmen, was erfolgreich arbeiten muss, in einem im Übrigen sehr, sehr schwierigen Musikmarkt, ist, dass wir natürlich Vorteile irgendwo nutzen. Wenn uns die Musik nicht mehr in dem Maße kicken würde, interessieren würde und primäre Triebfeder wäre, würden wir mutmaßlich nicht diesen Erfolg haben, weil wir wären erstens zu faul dazu, wir hätten gar keine Lust dazu, so sehr gegen die eigenen Bestimmungen zu arbeiten, und da wären andere geschäftlich cleverer. Als kleiner Junge bin ich von Mark Bolan wach geküsst worden und wusste eigentlich zu diesem Zeitpunkt, es kann nur zwei Möglichkeiten geben. Ich werde entweder Popstar und stehe eines Tages mit der Gitarre auf der Bühne, oder ich werde so etwas wie eine eigene kleine Kulturfactory haben, wo irgendwie alles, was mich interessiert, an Musik und Popkultur unter einem Dach gelebt und gefeiert wird. Letzteres ist wohl das, was mittlerweile mehr oder weniger eingetroffen ist. Es ist so, dass natürlich Kompakt mehr als ein reiner Job ist. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist irgendwo auch gelebte Pop-Art oder so. Es war immer auch irgendwo meine Vision, so etwas wie das, was vielleicht Andy Warhol mit seiner Factory in New York hatte, in Köln zu haben. In irgendeiner Form natürlich auf hiesige Befindlichkeiten und auch auf eine hiesige Musikkultur übertragen. Meine persönliche Vision davon glamourös zu sein, im besten Sinne, wie man mit Popkultur altern kann, würde ich sagen, als alter, unverbesserlicher Warholist würde ich mich freuen, wenn wir uns in 30 Jahren wieder treffen und ich kann dann so eine Figur machen wie Karl Lagerfeld. Wäre das für mich ein erstrebenswertes Ziel.